Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit unserem Restaurant-Simulator. Jetzt sollen wir als allererstes einmal den Fisch machen, den haben wir ja schon meliert. Brauchen wir nur noch Butter. Die nehmen wir gleich einmal raus. Den wie kann man hier so mit dem W. Vorne einschalten. Da braucht man auch das Öl. Nee, da nicht. Okay. Auch nichts würzen. Und Butter, alles klar. Jetzt schauen wir mal, da braucht man. Wie geht das hier wieder? Müssen wir erst noch mal hier schauen, kurz, dass nichts verbrennt. Ne, es verbrennt nicht. Okay, so geht's. Mal ein bisschen Gas. Dann ist das schon mal durch. Jawohl, schaut super aus. Servieren. Garstufe, ja, das werden wir dann gleich einmal sehen. Das ist das nächste. Tomatenscheiben. Mozzarella. Nee. Dieses Balsamico-Zeug noch. Balsamico-Essig, Zucker. Okay. Jetzt machen wir den Steak noch schneiden. Umrühren. Brauchen wir irgendwo noch Basilikum.
Dann brauchen wir nochmal eine Pfanne. Also die Schalotten. Nochmal rühren. Als erstes einmal das schnell rein, dann vielleicht noch die Schalotten mit drauf. Balsamico-Creme. Und zweimal, dreimal. Das drüber. Servieren. So, kommt hier noch würzen. Das ist ja doof jetzt. Ich habe versehentlich die falsche Taste gedrückt. Pommes haben wir noch nicht. Eieiei. Oh, das ist übel. Habe ich jetzt die falsche Taste gedrückt? Das war natürlich eine schwache Leistung. Das Zeug mal abspülen zwischenzeitlich. Okay, war nichts Besonderes, aber wir können ja immer noch besser werden. Ja, C. Das war nicht so gut. Ja, wenigstens haben wir das jetzt überstanden. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir erhalten haben. Und die Schicht. Okay, aber immerhin Stufe 2. Okay, ein Daumen nach oben. Aber die anderen zwei Sachen waren super. Mit A. Danke für das Essen. Es war ein einfaches Gericht, aber es hat super geschmeckt. Die Gäste werden sicher Schlange stehen. Es war wirklich eine wirklich gute Generalprobe. Macht mich sehr zuversichtlich. Jetzt, da unser Gast gegangen ist, wird es Zeit, die Küche aufzuräumen. Das ist das Abendritual. Ich muss mich vor der Eröffnung noch um ein paar Dinge kümmern, daher überlasse ich es dir. Morgen ist der große Tag, wir sehen uns dann mittags hier. Ruh dich vorher aus, gute Nacht! Okay.
wir gleich am nächsten Tag springen. Sauer. Zack. Nun gut. Dann haben wir den ersten Probetag überstanden. Wir müssen sicherlich hier noch ein bisschen besser werden. Und morgen dann würde ich vorschlagen, einiges zu bereiten. Ach, ihr hättet mir ein paar Mal gehabt, bin ich doof. Na gut, egal wie, das werden wir sehen. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich jedenfalls danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.